Mahlzeit. So. Erstmal gesundes neues Jahr 2017. Seid gespannt, was dieses Jahr alles kommt. Ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen, aber heute fangen wir mal an mit einem wunderschönen neuen Design vom Sinn Andi. Echt Hammer, was der Typ so macht. Wirklich Wahnsinn. Das ganze Design hier ist an den Audi S1 Pikes Peak oder Quattro S1. Auf jeden Fall dieses übelste Rallye-Monster angelegt. Finde ich wirklich sehr gelungen. Und ich zeige euch heute mal was etwas anderes, wie ihr das Spiel so ein bisschen modden könnt. Na, kommt ihr auf. Und zwar, seht ihr ja, mein Motor ist bunt. Ah, aber wie geht das? Tja, ist im Prinzip nicht wirklich schwer, aber es ist auch nicht ganz einfach. Und Nachteil ist zum Beispiel, dass auch mein Wagenheber eine andere Farbe bekommen hat. Da dieser leider dieselben Texturen hat, wie der Motor an sich. Aber ihr könnt prinzipiell fast alle Texturen verändern, die ihr im Spiel hier so findet. Wände, Fußboden, alles mögliche. Aber, wie funktioniert's? Als allererstes müsst ihr speichern und zurück zum Windows. Zurück im Windows angekommen, braucht ihr den sogenannten Unity Asset Explorer. Keine Sorge, ich packe euch einen Link in die Beschreibung, dort könnt ihr den runterladen. Mit diesem Programm könnt ihr quasi jetzt sämtliche Texturfeilen vom Spiel bearbeiten. Aber wo findet ihr die? Ist nicht sonderlich schwer. Ihr findet die im selben Verzeichnis, wie ihr eure Garagenbilder geändert habt oder Radio-Tracks eingefügt habt. Dort gibt es einen Ordner, der nennt sich My Summer Car Data. Und hier gibt es jetzt Shader Asset 0, 1 und Shader Asset 2. So, die Motorteile befinden sich in Shader Asset 1. Also wählt diese Datei aus, klickt auf Öffnen und schon habt ihr hier einen lustigen Haufen Teile. Ich mache das hier einfach mal ein bisschen hin und her, dass ihr hier mal was seht. So, was jetzt wichtig ist, DDS Vorschau aktivieren. Und jetzt müsst ihr nur noch suchen, Motor Parts. Oder Motor reicht eigentlich. Find Next. Nein, das wollen wir nicht. Da haben wir es. Motorparts Atlas TEX. Das ist die sogenannte Texturdatei. Ihr seht es jetzt schon in der Vorschau. Bei mir ist hier schon was bearbeitet. Aber alles halb so wild. Jetzt klickt ihr rechts auf diese Datei. Extract this file. Done. So, jetzt habt ihr diese Textur aus diesem Asset-Verzeichnis herauskopiert. Aber wohin? Ja. In eurem Download-Ordner befindet sich jetzt ein Ordner, der heißt Shader Asset 1. Die ganzen anderen Scheiß könnt ihr jetzt mal ignorieren, das ist alles so wüst ungeordnet. Hier ist übrigens der Asset, Unity Asset Explorer. Ha. Aber egal. Hier drin findet ihr jetzt den sogenannten Motorparts Atlas Text DDS. Diesen öffnet ihr jetzt mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Ich nutze dazu Paint.net. Sollten ja die meisten von euch kennen. So, habt ihr das jetzt geöffnet? Seht ihr jetzt, okay, es steht ja alles auf dem Kopf. Ja, richtig. Ist aber alles halb so wild. Es gibt eine Seite My Summer Car Mods. Dort findet ihr dieses tolle Bild, wo im Prinzip alles beschrieben ist, wo welches Teil wo angeordnet ist auf diesem Bild. Den Link zu dieser Website packe ich euch auch mit in die Beschreibung. Dort könnt ihr auch nochmal alles in Englisch nachlesen. Und so weiter und so fort. Ja, machen wir wieder zu. Nun, und jetzt wählt ihr hier einfach eure Teile aus, die ihr verändern wollt. Ich mache es mir jetzt mal einfach, weil ich habe es ja schon geändert. Zum Beispiel, wenn ich das Rot will, ich jetzt lila haben. Na, dann machen wir das jetzt lila oder pink. Und alles, was gelb ist, machen wir grün. Nein. Was mache ich hier überhaupt? Wir machen das grün und alles andere machen wir. Nee, und gelb machen wir rot. Keine Ahnung. Wir machen das Ganze mal blau. Zack. Damit ihr auch eine Veränderung seht.
Wie gesagt, es verändern sich auch andere Teile, aber naja, gut. Wie gesagt, ihr findet hier jetzt alles, was ihr braucht. Ihr findet auch, Entschuldigung, andere Texturfeilen. Tacho, Gebäude, den Bus, den Scheiß-Muscle-Car und was weiß ich noch alles. Wie gesagt, ihr könnt wirklich fast alle Texturen ändern. Jetzt klickt ihr einfach nur noch auf Datei, Speichern. Was jetzt wichtig ist, ihr solltet hier nicht wirklich viel verändern. Das Einzige, Mipmaps generieren. Sollte das bei euch nicht aktiviert sein, aktiviert das und stellt es auf Fun oder wie man das auch immer ausspricht. Klickt auf OK, speichert das Ganze und nun kommen wir zurück zu unserem Asset Explorer. So, hier ist eure Datei. Die wollt ihr jetzt wieder einfügen. Ja, aber wie geht das jetzt? Nun, ihr klickt auf Motorport Atlas, die ihr verändert habt. Wieder rechts. Import this file from DDS. Okay. Dann klickt ihr noch einmal rechts. Import this file from Original Format. Okay. Und jetzt Save as Asset File. Zack. Wie ihr wisst, ihr wollt es als Shader Asset 1 speichern. Wählt diese aus. Klickt auf Speichern, dann kommt hier irgendwelche kyrillischen Buchstaben und es existiert bereits und wollt ihr sie wirklich ersetzen? Na klar. Dann. So, und das war's auch schon. Jetzt könnt ihr zurück ins Spiel und schauen, ob es geklappt hat. So, zurück im Spiel müsst ihr eigentlich nur weiter drücken, also euren Spielstand einfach wieder laden und hoffen, dass alles geklappt hat. Seid bitte vorsichtig mit der ganzen Sache. Ihr könnt euch das komplette Spiel abschießen damit. Macht ihr irgendwas falsch, hilft nur noch neu installieren. Oder ihr habt Backup von der Originaldatei, was ich euch nur empfehlen kann. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, es ist noch nicht zu dunkel. Ich werde mal hier noch was sehen von unserem schönen Villa Kunterbund-Motor. Zack. Oh, ich sehe hier schon die ersten grünen Teile. Und ja, unser Motor ist jetzt blaugrün. Auch cool, oder? Ich meine, passt zwar jetzt farblich überhaupt nicht zu dem Auto, aber okay. Gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Fällt auf jeden Fall auf. Nun, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Fahrzeugmodden oder Game-Modden. Also wie gesagt, ihr könnt wirklich jeden Scheiß verändern. Den Rahmen vom Hänger, die Farben vom LKW, vom Traktor, vom Bus, vom Haus, von allem Möglichen. Weil wie ihr seht, es verändert sich auch. Der Wagenheber ist jetzt blau. Und der Wagenheber ist jetzt blau. Und der Wagenheber sieht immer noch genauso aus. Ah, was sehe ich denn da? Genau. Ja, der Luftfilter ist blau. Und die Ansaugbrücke ist komischerweise auch grün-blau, was aber nicht so toll ist. Naja, egal, wir hatten heutzutage noch Standardteile im Auto. Schön. Also dann, Daumen hoch. Und wir sehen uns bald wieder. Haut rein.